Ja, herzlich willkommen wieder auf der Hof Bergmann im Alles 22. Seid gegrüßt. Ja, das letzte Mal mit dem Kran, das ist ja arg schief gegangen. Wir werden uns jetzt mal dieser Sache hier zur Brust nehmen. Damit sollte das etwas besser klappen. Das mag ich gut. Sonst schimpft YouTube wieder, das geht so nicht. Dann wollen wir mal gucken. Ja. Ich bin bei die Händler. Da muss ich hin, ne? Genau. Da ist die Händler. Sie, Alles klar. Das ist mal eine Hupe, wa? Gut. So viel dazu. Meine Güte. Der LS-Frosch sitzt im Hals. Das ist ja unglaublich. So, also mit diesem Fahrzeug gespannt, Bumstings, Schlagmethode sollte das jetzt kein Problem mehr sein. Also ich habe da ja doch rumgefummelt hier von wegen mit der Einstellung am Kran. Das funktioniert einfach nicht. Er nimmt die Befehle, die ich mit dem Joystick eingebe, also die Dings, die Bums. Kann die Funktion über den Joystick programmieren, so, ja, aber im Spiel funktioniert es nicht, reagiert er nicht. Also, wo gucke ich denn jetzt schon wieder rum? Bin ich denn hier noch richtig? Kann mir meiner sagen, wo ich wohne? Ich bin doch hier völlig falsch. Leute. Kurve, da Kurve, ja, dann muss ich halt hier weiterfahren. Egal. Egal. Wie ich sehe, komme ich ja dahin, wo ich hin will. Okay, Verpflegung habe ich auch mit, ne? Croissant, Muffin und einen Donut. Das soll für die nächste Stunde reichen. Uah. Werkzeugkiste ist auch dabei, alles gut. Digitale Fahrtenschreiber ist raus. Der fehlt da oben. Da haben sie nur irgend so ein Hieroglyph. Ach nee, da ist er. Aber der ist aus. Ist auch gut. Das ist schön. So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir da reinkommen. Da sind. Ah, Halleluja, nicht so schnell. Will aber noch nicht. So wie ich das will. Wäre das schön, wenn mal was auf Anhieb klappt bei mir, ne? Anschalten. Hab ich.
Also langsam aber sicher verliere ich die Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum um alles wieder wird, geht das nicht. Hat doch sonst immer geklappt. Das glaubst du nicht. Ey. Geht nicht. Ach, jetzt reagiert er auch schon gar nicht mehr. Da brat mir doch einer einen Storch hier, ey, das ist doch nicht wahr. Die Krise. Ich kriege echt eine Krise hier. Ich weiß, ich wiederhole mich. B. Ist doch. Ladegut ändern. Abladeseite ändern. Dahin. Ja, hier abladen ist ja klar. Glaubt es einfach nicht. Autoload Holz an Laden da. Links, rechts. Nein, nein, nein. Mal gucken, was er jetzt macht. Ach, guck mal einer Show. Das sieht ja hochinteressant aus. Ja.
Erst einmal runterschmeißen, den Dreck der Bika. Da, geh runter, so. Also, wenn der dafür rausschmeißt, ist auch zum... Entschuldigung, wenn ich dazu sage, aber das ist zum Kotzen. Das ging schon mal besser. Oh, die nimmt er wieder nicht. Was soll das? Glaubst du doch alles nicht, ey. Kann alles nicht sein. Glaubst du doch nicht. Ja, das ist nicht schön, aber selten. Sagen wir das mal so. Warum er die dann nicht nimmt, verstehe ich überhaupt nicht. Komme ich nicht hinter. Da komme ich einfach nicht hinter. So ein alberner Scheiß hier. Also ich habe Forst wirklich mal gerne gemacht, aber ich glaube, das hat sich erledigt. Entweder hat Giants das kaputt gepatcht oder was, ich habe keine Ahnung. Also das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. So, jetzt muss ich mal hingucken. Schreinerei. Da wollte ich hin. Ich guck mal. Das ist ja... Ist ja quasi um die Ecke. Da brauchen wir die ganzen Latüchten auch nicht. Muss ich mal eben gucken, wo die Stämme hinkommen. Ja, hier wohl nicht. Palim, palim, palim. Hier wäre sinnvoll
Aber da ist kein Trigger, also müssen wir da rein. So, was haben wir denn da? Servus. Servus. Oh, das Holz ist schon weg. Ja. Okay. Ja, kann ich auch hier stehen lassen. Wir steigen aus. Wir gehen dahin. Ah ne, dahin. Gehen dahin. Und jetzt kommt der ganze Kladderadatsch hier weg. Da habe ich im Moment absolut keinen Nerv mehr drauf. Wenn das nicht so funktioniert, dann ist ja Pillepalle. Oh, jetzt habe ich mal einen kleinen Trecker weggegeben. Das war ja eigentlich nicht der Plan. Naja, egal. Egal. Ach so, ne, Multi-Dings hier. Ne, das. Ja, gehen wir auch zurück. Alles erstmal weg. So. Okay. Jetzt sind wir wieder bei Hoff. So ein Pillepalle, ey. Also das kann ja nur irgendwie mehr oder weniger kaputt gepatcht worden. Das hat ja vorher alles funktioniert. Aua! Hatte ich hier nicht schon mal so eine Ladung stehen? Oder habe ich die schon wieder verkauft gehabt? Ja, genau. Oh, cool. Piepsi. Nee, hatte ich verkauft, ne? Hatte ich mit dem Werks aus dem Garten zusammen. Ja. Es fällt mir wie Schuppen aus der Haare. Ich weiß es wieder. So. Dann können die jetzt mal wieder produzieren. Dann ist sie okay. Wasser haben sie auch noch. Ups. Jetzt wollen wir doch mal schauen. Hui. Hui. Was ein Betrieb hier. Schorfi. Aua. Ah. Ziegengeist. Ja. Gut, wählen wir mal aus. Davon nehmen wir mal 20 Stück. Jo. Okay. Davon nehmen wir nur 5. So. Ziegenbock. Davon nehmen wir 25. So, die Geissens. Machen wir nicht so viel, ne? Ja, so.
So, jetzt geht's los. Was brauchen wir? Wasser auf jeden Fall, ne? Ja, sag ich doch. Ach, Quatsch. Hier ist Wasser. Das machen wir zuerst. Genau. Ja. Geht auch wieder nicht. Ich verstehe nicht, warum meine Programmierung, also meine Tastenbelegung und so ein Scheiß von dort immer wieder gelöscht wird. Das kapiere ich nicht. Weiß einer von euch, woran das liegt? Ich habe das doch alles gespeichert. Und trotzdem ist es immer wieder weg. Das ist doch nicht normal. Nein, der ist auch leer, wie es aussieht, ne? Dass ich den mal hier stehen. So, wo hatte ich denn jetzt noch ein Wasserdings gebumsten Hahn? Einmal den da hinten. Und der hier vorne auch noch einen. Ne? Muss mal eben gucken. Genau, da ist er auch noch was. Oh Gott, was läuft ja langsam? Was ist denn da los? Leute, ich sage hier erstmal Tschüss. Wir haben schon wieder über 20 Minuten. Bedanke mich fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht es mit der Schafsversorgung weiter. Also sprich, das Wasser dahin fahren und Gras oder Heu oder was. Je nachdem, was sie brauchen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüssi.